Ja, liebe Freunde, ich will Ihnen jetzt eine kleine Wahrnehmungsübung zeigen. Die kann man mit einiger Übung immer machen. Für den Anfang empfehle ich Ihnen, wenn Sie jetzt diese Übung sich zum ersten Mal da durchführen lassen, sich im toten Mann, wie es oft bei uns genannt wird, hinzulegen. Das heißt, auf den Rücken legen, den Kopf entspannt, die Hände leicht nach oben entspannt geöffnet, die Füße leicht schräg nach vorne und ganz entspannt da liegen. Und wenn Sie dabei auf der normalen Rückenlage etwas Spannung in der Lendenwirbelsäule haben, können Sie sich dort ein kleines Kissen hinlegen, auch ein kleines Kissen unter den Kopf, aber nicht zu hoch, dass Sie sich nicht abknicken, sondern es sollte eher das Gefühl und die Wahrnehmung einer neutralen Haltung sein, weil dahin führt diese Übung. In meiner Arbeit ist es ganz wichtig, Menschen sehr, sehr genau zu beobachten, und um diese Beobachtungsgabe zu trainieren, kann man während eines Gespräches manchmal nur eine Augenregion oder die Nase oder irgendeinen Teil des Gesichtes am besten bei mehreren Menschen hintereinander geschult wahrnehmen, und dort sieht man jede Veränderung, die mit Gedanken einhergehen während eines Gespräches, wenn man genau genug hinschaut. Diese Veränderungen sind immer da. Die Frage ist, ob unsere Wahrnehmung gut genug ist, und das heißt, man kriegt darüber eine Rückmeldung auch. Zum Beispiel wird ein Mensch auf Angst anders im Gesicht reagieren als auf das Gefühl der Freude, der Hoffnung oder des Selbstbewusstseins. Und wenn Sie solche Dinge lernen, genau bei anderen wahrzunehmen, dann wird unser Kommunikationsteil des Gehirns oft auch genau bei den meisten Menschen in eine Spiegelhaltung gehen, und dann fühlt sich der andere auch besser verstanden und Sie können ihn aus diese Zustände hinaus begleiten. Durch diese Beobachtung weiß ich eben, wie wichtig diese Gesichtsregion ist, und im Yoga gibt es diese Erkenntnis, die sich in der Praxis der Meditation, der Achtsamkeit bei jedem Menschen, wenn man es tief genug und lang genug macht, bestätigt, dass unsere Gedanken, unsere Emotionen, unser Körper in einem ständigen Wechsel sind. Und jeder Gedanke ist im Grunde an der spiegelglatten Oberfläche unseres Bewusstseins wie ein Stein, der ins Wasser geworfen wird, oder ein Fels oder eine ganze Lawine, je nachdem, um was für Gefühle es sich handelt, löst dort eine Unruhe aus, kostet uns auch ein Stück weit Lebensenergie und nimmt uns diese Möglichkeit, wie ein spiegelglatter Spiegel unverfälscht die Welt wahrzunehmen, sondern dann gibt es eine Unruhe und wir nehmen die Welt auch nur noch verzerrt wahr. Und um diesen neutralen Zustand herzustellen, bedarf es, dass wir ganz in die Gegenwart und ganz in die Wahrnehmung kommen. Und diese Wahrnehmung kann dann auch positive Effekte haben. Sie kann Spannung bis Kopfschmerzen hinein oft lösen bei manchen Menschen. Sie kann die Spannung überhaupt verhindern, und sie macht uns wacher und achtsamer für die Gegenwart. Und wie gesagt, diese einzelnen Regionen, die wir jetzt durchgehen, zum Beispiel wenn man Kinder beobachtet, die haben hier an der Kinnspitze oft noch ein Zittern, wenn sie sich freuen oder vor allen Dingen auch wenn sie weinen, beziehungsweise dieses Runzeln der Stirn kennen wir bei Menschen. Und diese Übung wird uns helfen, in einen neutraleren Zustand zu gehen. Und sie ist auch für Frauen ein ganz wichtiger Effekt, aber auch Männer sind eitel, wie eine Kosmetik von innen, die unser Gesicht wieder glättet und verjüngt. Ja, und dann beginnen wir einfach. Ich führe Sie da durch und Sie können jetzt beginnen, indem Sie Ihre Lippen wahrnehmen. Einfach so, wie fügen sich die Lippen zusammen, sind sie entspannt. Und am besten kann man diesen neutralen Zustand herstellen, indem man sich vorstellt, man wird sanft angelächelt. Sollte kein Lachen sein, sondern ein Lächeln, das von innen kommt.
Und wir nehmen einfach unsere Lippen, unseren Mund wahr. Dann nehmen wir unsere Kinnspitze wahr. Und wenn Sie bei dieser Übung nicht sich schwer tun, etwas wahrzunehmen, einfach dabei bleiben, immer wiederholen, auch das nicht wahrnehmen können, ist eine wichtige Wahrnehmung im Yoga. Die Wahrnehmung stellt sich mit der Zeit von alleine ein. Dann nehmen Sie den Unterkiefer wahr. Das Kiefergelenk. Die Ohren. Die Schläfen. Jetzt kannst du deine Stirn wahrnehmen. Der Bereich zwischen den beiden Stirnhälften, dort, wo bei den Inneren der rote Punkt ist. Die Region der Augenbrauen. Und die Augen selber. Des Nasenrückens. Der Wangen und dein Mund.
verneigen wir uns voreinander und beenden diese Übung. Die Übung ist ganz, ganz einfach. Wie gesagt, mit ein bisschen Übung können Sie die immer wiederholen. Soll man sehr, sehr lange dabei verweilen. Das ist unbenommen, aber für eine alltägliche Übung reicht es, durchzugehen und eher noch eine zweite Runde zu machen, die dann meist mehr in die Tiefe hineinführt der Wahrnehmung. Und dann kann man diese Übung, wenn man irgendwo in der Warteschlange ist, zum Beispiel üben oder wenn man im Bus fährt oder irgendwelche Dinge macht, die einem einen Zeitpuffer für so etwas verschaffen. Oder Sie können sozusagen auch, wenn Sie merken, Sie kommen so in das Hamsterrad des Stresses hinein, sich damit wieder zu sich selber bringen und zu der Wahrnehmung von sich selber. Sie werden dadurch offener anderen Menschen gegenüber sein und Sie werden entspannter durchs Leben gehen. Ja, dazu wünsche ich Ihnen allen Segen der Welt und des Universums und ich verneige mich vor Ihnen und wünsche Ihnen bis zu meinem nächsten Video alles, alles Gute. Ihr Matthias Möller.